Der Castortransport rollt wieder. Vom 5. bis 8. November wird bereits das 12. Mal radioaktiver Abfall von der französischen Wiederaufbereitungsanlage La Hague nach Gorleben gebracht. Im Wendland werden den Zug zahlreiche Gegner erwarten. Sie fordern den Ausstieg aus der Atomenergie. Außerdem richtet sich ihr Protest gegen Überlegungen, Gorleben als Endlager auszubauen. Der Standort sei auf Dauer nicht für die strahlenden Transportbehälter geeignet, behaupten die Gegner. Aber was steckt eigentlich drin im Castor? Er enthält radioaktiven Abfall aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage. Dorthin kommen Brennelemente nach ihrem Einsatz im Reaktor. Teile werden wieder aufbereitet und können erneut verwendet werden. Der Rest kommt ins Zwischenlager. Im Inneren der Castoren herrschen Temperaturen von bis zu 400 Grad Celsius. Es dauert ungefähr 30 Jahre, bis die Temperatur so weit gesunken ist, dass der radioaktive Abfall endlagerfähig ist. Bis die Strahlung vollständig abgeklungen ist, vergehen rund 1 Million Jahre. Ein Castor-Behälter muss also höchste Sicherheit gewährleisten. Er wird vom Bundesamt für Strahlenschutz zunächst für 40 Jahre zugelassen. Danach ist eine erneute Genehmigung erforderlich. Ein Castor besteht aus einer ca. 35 cm dicken, gusseisernen und beschichteten Hülle. Während des Transports wird er durch Stoßdämpfer geschützt. Ein Castor ist etwa 6 Meter lang, 2 Meter im Durchmesser und bis zu 140 Tonnen schwer. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung testet die Castoren. Sie müssen unter anderem einen Fall aus 9 Metern Höhe auf unnachgiebigem Boden und ein halbstündiges Feuer unbeschadet überstehen. In Gorleben bleiben die Castoren so lange, bis es ein Endlager gibt. In der Halle kühlen bereits 91 Behälter mit radioaktivem Abfall ab und werden ständig überwacht. 2011 wird der letzte Transport von La Hague nach Gorleben stattfinden.